hier in der Gegend sein muss. Aber das Gebiet ist immer noch ziemlich groß. Ich muss die Suche irgendwie eingrenzen. Die treffen sich bestimmt in der Mitte. Kann man das hier irgendwie... Ja, okay, das war... Ja, ich bin mir sicher, dass hier der Daedalus-Club ist. Da. Das war so klar. Und, ja, was hilft uns das jetzt? Huch. Huch. Ich kann es gar nicht mehr erwarten, zum Daedalus-Club zu fahren. Aber ich muss ja noch ein paar Dinge erledigen. Ah, jetzt ist hier die Karte offen. Das ist ja cool. Interessant. Gut. Aber ich würde trotzdem gerne wissen, wozu ich das Mehl mitgenommen habe jetzt. Soll ich das bei Helena in die Drogen mischen? Oh, nee, das ist eher nicht so gut, ne? Wofür kann ich denn das Mehl... Erstmal muss ich zum David und dem das erzählen. Nee, hier, nicht im Privatlabor. David! Ah, ich kann mit ihm reden. Wunderbar. Haben Sie eine Minute Zeit? Was ist? Also es ist so... Helena. Ich habe mich über Helena informiert. Sie hat dieses Jahr in Oxford angefangen, aber möglicherweise ist sie schon viel länger hier in dieser Gegend. In ihrem Zimmer lag ein Theaterprogramm von Oktober 2002 herum. Oktober? Ja, außerdem glaube ich, dass sie ein Drogenproblem hat. Ich habe in ihrem Zimmer Spritzen und Ampullen gefunden. Vielleicht hat sie die Sachen ja auf Rezept bekommen. Und es handelt sich nur um Beruhigungsmittel, oder... Sie ist jung und gesund. Warum sollte sie etwas verschrieben bekommen haben? Außerdem ist sie offensichtlich reich und ein Partygirl. Nur weil sie reich ist, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht weiß, was richtig oder falsch ist. Egal. Ja, okay. Fakt ist, ich habe dort die Spritzen und die Ampullen gesehen. Aber ich behalte wohl meine Meinung lieber für mich. Keine schlechte Idee. Och, was bist du immer so unfreundlich, Mann? Ich versuche dir zu helfen. Ich bin voll auf deiner Seite. Angela hat im September 2002 ihr Studium angefangen. Aber für ihr Alter kommt sie mir ziemlich unreif vor. Ihr ganzes Zimmer ist pink. Pink. Laut ihrer Mitbewohnerin hat sie nicht viele Freunde. Und ihr Vater ist bei einem Unfall gestorben. Ich habe das Gefühl, dass sie ein bisschen zurückgeblieben ist. Wollen Sie wissen, was ich davon halte? Nein. Och, Mensch, David. Wie Sie meinen. Im Ernst, ey. Vor allem dieses Wiederholen. Pink. Pink! Ist das deine einzige Erklärung, die du mir abzuliefern hast, Sam? Das Zimmer ist pink? Mir ist da etwas eingefallen, wie wir herausfinden können, ob die Vorfälle auf dem Campus inszeniert wurden. Ja. Oh, immer so einsinnig. Wenn wir den Zeitpunkt des Experiments ändern und zum Beispiel schon um 15 Uhr anfangen, dann kann die Person unmöglich rechtzeitig Vorbereitungen treffen. Und den Ort sollten wir vielleicht auch ändern. Gute Idee. Wirklich? Es sollte auf das Experiment keinerlei Auswirkungen haben, also warum nicht? Aber wir müssen uns einen neuen Ort und eine neue Übung einfallen lassen. Und Sie müssen die Studenten über die Änderung des Zeitplans informieren. Das ist kein Problem. Okay. Vorhänge? Seit wann kann man die denn? Offen sind sie mir lieber. Zumindest bilde ich mir dann wenigstens ein, zu wissen, was hier los ist. Aha. Ich wüsste im Moment nicht... Natürlich nicht. Ist aber immer noch Gold hier. Mann. Zum Turm hast du mir auch nichts zu sagen, ne? Mensch. Da gehe ich jetzt aber mal hin. Nochmal gucken, nicht, dass ich da was übersehen habe. Außerdem habe ich da gerade... Vielleicht kann man ja Spurensicherung machen. Da war doch ein Abdruck auf der Scheibe. Vielleicht kann man da mit dem Mehl ein bisschen nachhelfen? Ach nee, muss ich den Schlüssel jetzt wieder auswählen? Ja. Der Schlüssel scheint retten. Ja. Gut, dann gehen wir nochmal hoch, weil hier ist ja nun wirklich nichts. So, mit
dem Dings kann man auch nichts mehr machen. Ich wollte nochmal dann das Fenster. Weil hier ist ja echt nichts sonst. Da, ne. Flick. Flick weg. Oder die Laterne. Kann man die vielleicht... Auf der Scheibe ist etwas. Nee. Könnte ein... Ich will ja da rüber. Scheibe. Nein, ich will ja da rüber leuchten. Auf der Scheibe. Also egal, wo ich hier ins Fenster drücke, klicke, wie auch immer. Aha. Die Hand ist klein. Kleiner als meine. Das muss die Hand einer Frau sein. Das spricht gegen Linkweller oder Malik. Vielleicht ist ja noch jemand in die Sache verstrickt. Das ist der Handabdruck des Spions. Wenn ich herausfinde, wer es ist, kann diese Person was erleben. Das ist der Handabdruck. Alvelus C. ist jetzt mittlerweile fertig. Aha, dann hatte das mit der Karte zu tun. Planänderung fehlt noch ein bisschen was. Der Geist Strattle anwesend fehlt auch noch ein bisschen was. Aber die Ermittlung ist fertig. Und der Bonus ist bei 21 von 24. Ja. Toll. Scheiße, ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt irgendwie eine Geistererscheinung hier oder sowas. Aber gut, wenigstens sind wir das Mehl jetzt schon mal losgeworden. Was mache ich denn jetzt? Im Zentrum ist noch irgendwas. Aber hier ist auch noch, aber... Vielleicht irgendwas auf dem Dach von dem Turm. Nö, kann man hier durchgucken. Eine tolle Aussicht hat man von hier oben. Ja, vor allem aus dem Türrahmen heraus. Nö. Hier hat sich gar nichts geändert. Was ist das denn? Da gibt es öffentliche Toilette? Wo könnte hier was sein? Und wofür habe ich den Diskus? Habe ich den Diskus überhaupt? Nö. Den habe ich nicht mitgenommen. Ah, dann muss ich gleich nochmal zurück. Okay, dann gehen wir erstmal hier rein. Guten Tag, Miss Everett. Hallo. Hi. Ich muss dir was erzählen. Ja, Samantha. Ah. Hören Sie, ich habe mit Dr. Stiles über Ihre Idee geredet, den Zeitpunkt und Ort des Experiments zu ändern. Er hat sich leider nicht darauf eingelassen. Bei ihm muss immer alles genau nach Plan verlaufen. Das ist wirklich bedauernswert. Allerdings. Tja, also, ich wollte Ihnen nur Bescheid sagen. Aber war wirklich ein guter Vorschlag. Ja, einen Versuch war es wert. Haha, damit habt ihr jetzt die falsche Zeit, nicht wahr? Also du, die Helena, der muss ich das noch sagen, wenn ich die jetzt wüsste, wo die ist. Aber ich habe doch ihre Nummer, vielleicht kann ich sie auch anrufen. Vielleicht reicht das. Wenn sie jetzt nicht wieder sagt, ich weiß jetzt nicht, warum ich telefonieren soll. Komm, ey. Lad schneller, so viel war das jetzt auch nicht. So, was wollte ich den Diskus holen, bevor ich das jetzt völlig... Ach, guck mal, nee, Zentrum ist jetzt auch fertig damit, das ist ja cool. Gut. Oh, jetzt muss ich mir den echt noch da wegholen. Ich habe gedacht... Naja. Ihr wisst, was ich gedacht habe, dass ich den so in die Tasche kriege. Schnapp. Jo. Ich hoffe, David lässt uns heute im Experiment Diskusscheiben werfen. Das ist das Ende von Mephistopheles und Helena. Ich kann es gar nicht mehr erwarten. Echt? Was hast denn du vor? Jetzt hast du einen Diskus in der Tasche und? Das war Hausbadlaufbahn damit. Okay, cool. Und dann fehlt ja nur noch St. Edmund Hall. Was auch immer hier noch sein kann.
gucken wir mal eben hier. Vielleicht ist das ja wichtig, wer da wohnt. Oben. Alle Mitglieder des Clubs der Lämmer haben hier im Wohnheim ein Zimmer. Und darunter muss jemand sein, der ziemlich viel Dreck am Stecken hat. Alle Mitglieder. Das bringt irgendwie nichts. Er schöpft langsam Verdacht. Ach, guck mal nochmal hier im Fitnessraum. Jemand hat dieses Fitnessgerät benutzt und danach nicht abgewischt. Wie eklig. Das hatten wir ja alles schon. Die Gewichte sind ganz schön schwer. Oh. Ich kann gar nicht glauben, dass ich heute Abend vielleicht im Daedalus... Huch, nein. Du sollst hier die Lampen angucken. Wie hat Mephistopheles es gestern Abend geschafft, die Lampen zerspringen zu lassen? Ja, und vor allem, warum hängen die dann da jetzt so? Kann man hier noch irgendwas anklicken? Hallö. Hallülü. Bank, Zeitschriften, Mann, Umkleideraum. Ja, das war's dann hier auch. Toll. Falls Mephistopheles derjenige ist, der dahinter steckt, dann wusste er, er hatte leicht... Ja. Also hier ist sonst nichts. Es ist immer noch Gold. Das heißt, es muss auch irgendwas Story-Relevantes sein, was man jetzt hier machen muss, ne? Sehr toll. Aber an der Schwimmhalle war ja auch nichts mehr. Gesicht, Statue, Filter, Schwimmbecken. Sieht aus wie eine Statue, die ich mal in Kopenhagen gesehen habe. Also mir würde das nicht gefallen, wenn mir diese Fratzen beim Sport zusehen. Ach, gut, hier ist auch nichts mehr. Ich muss irgendwie den Spacken da oben wieder wegkriegen, dass ich da nochmal in die höheren Stockwerke kann. Aber wie? Kann ich nicht von je überall aus... Nee, kann ich nicht. Also in Helenas Zimmer bin ich jetzt ziemlich sicher, echt alles zu haben. Ich gucke mich jetzt mal so um. Der altmodischen Architektur... Das ist das Zimmer von Genies. Ja, geht's ja nur hier hin. Das ist die Tür, die man sich nur angucken kann. Ja. Wenn man den verriegelt. Ja, das hatten wir schon, das brauchen wir nicht mehr. Das war das hier. Mangas, Spiel. Wow, der scheint ja ein richtiger Nerd zu sein. Foto haben wir schon mitgehen lassen. Ich finde schon ein bisschen erschreckend, wenn jemand ein Foto und die Telefonnummer seiner Mom auf dem Nachttisch stehen hat. Auf eine niedliche Art und Weise. Ja, gut. Ach, gut, hier ist nichts mehr. Nichts, was wir nicht schon gesehen hätten. Ich muss irgendwie an die Angela rankommen. Das kann ich knicken, solange der Typ. Ich kann nicht, solange mich der. Ja, ich weiß. Kann ich das Hütchenspiel mit dem nochmal machen oder was? Gut, dass das nur ein Trick aus einem alten Kinder.
Scheiße? Diese Sicherung sollte ich nicht abschalten. Diese Sicherung. Hier ist aber sonst auch nichts, ne? Okay. Abgeschlossen. Aber wahrscheinlich finde ich... Kann man denn echt nichts hier machen?